Nicht weniger als 120.000 Publikumsstimmen sind eingereicht worden. Mit anderen Worten, 2% der Schweizer Bevölkerung haben für ihren Favoriten gewotet. Von 300 eingereichten Gastrokonzepten sind 175 von einer Fachjury nominiert worden. Das sind die eindrücklichen Zahlen des 6. Best of Swiss Gastro Award. Wenn man den Anlass heute anschaut, hat sich eigentlich alles im Positiven entwickelt. Von der Qualität der Betriebe, von der Teilnehmeranzahl, von der Qualität der Teilnehmer her und von der Resonanz im Markt. Auch in diesem Jahr stand die Vergabe der Pokale im Zentrum der Awardverleihung. Anhand der Jury- und Publikumsnote sowie der Anzahl der Stimmen sind die besten Gastrobetriebe nominiert worden. Und zwar in 8 Kategorien. Der Master, der Sieger über alle Kategorien, heißt Seven Easy. Ivo Adam und sein Team dürfen sich über diese Auszeichnung freuen. Ich habe es heute schon auf der Bühne gesagt, es gibt viele Momente, wo man sich freut, viele Momente, wo man rennt, aber es gibt auch Momente, wo man weiche Knie hat, und das ist heute so einer gewesen. Das Lokal 7 Easy in Ascona ist außerdem der Sieger in der Kategorie Trend. Auch diese Auszeichnung dürfen Ivo Adam und sein Team mit nach Hause nehmen. Die Mitarbeiter des Drehrestaurants auf dem Appenzeller Aussichtsberg Hoher Kasten haben ebenfalls Grund zum Jubeln. Sie gewinnen in der Kategorie Activity. Der nächste Preis geht in der Kategorie Gourmet nach Pontresina. Der Sieger in dieser Kategorie heißt Restaurant Kronenstübli. Der Preisträger in der Kategorie Classic heißt in diesem Jahr Restaurant Bäderhof und Bäderbar. Der Pokal geht nach Zürich. Die Casa Bar für Nachtschwärmer holt sich den Sieg in der Kategorie Bar and Nightlife. Die Auszeichnung geht ebenfalls in die Limmatstadt. Das neuartige Schnellverpflegungskonzept Hitzberger wird in der Kategorie On the Move ausgezeichnet. Restaurant und Takeaway Seal City. Die Award-Kategorie Coffee existiert erst seit diesem Jahr, dem 6. Best of Swiss Gastro Award. Der Sieger ist kein Unbekannter, Konditorei Schober Pekla in Zürich. Die letzte Gastro-Trophäe wird in der Kategorie Business and Care vergeben. Das beliebte Holzkreuz geht nach Rotkreuz zu Roche Diagnostik AG. Das eingespielte Moderationsduo Anna Meyer und Danny Fahler führen charmant durch den Abend. Bereits zum zweiten Mal präsentieren sie die Sieger vor der versammelten Gastronomiebranche. Wettbewerbe beleben den Markt. Also ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn es so Branchenpreise gibt, weil es spornt die Leute wirklich auch an. Und ich glaube, die Leute sind wirklich auch stolz, die gewonnen haben. Also man hat wirklich gesehen, wie die Holzkreuze so an sich gedruckt haben. Und sogar ein Ivo Adam ist auf die Bühne und hat gesagt, ich muss Tränenwasser zurückgeben. Und der hat gefühlt die 500 Preise schon gewonnen und sagt das. Und ich habe es ihm geglaubt, weil ich bin ganz nahe gestanden und das gesehen. Also wirklich etwas Schönes, denke ich. Das ist Tempo! Unter den ausgezeichneten Gastronomen fühlen sich Anna Meyer und Danny Fahler so richtig wohl. Beide bezeichnen sich als Genussmenschen, die eine gute Küche schätzen. Die Leidenschaft für das Kulinarische geht sogar noch einen Schritt weiter. Manchmal habe ich mir schon überlegt, selber in diese Branche einzusteigen, weil sie mich dermassen stark interessiert. Und ich bin gerne mit solchen Leuten zusammen, die lustvoll, mit viel Kreativität Essen und Trinken zubereiten. Ich habe früher noch Gourmet-Testesserin werden. Ich habe mich schon mal so ein bisschen darum gekümmert. Und ich muss sagen, ich habe zu wenig Zeit, aber ich finde das total spannend, die ganze Szene. Auch als Gourmet-Testesserin hätte sie an dem kulinarischen Einfallsreichtum der diesjährigen Award Night bestimmt nichts auszusetzen gehabt. Da sind sich die rund 760 Branchenkenner einig. Das Menü: militärisch-kulinarisch. Es gab Militär-Ravioli in 3 Varianten zur Vorspeise. Zur Hauptspeise ein ausgefallenes Chili con Carne. Es war sehr überraschend, von der Militärnazi bekocht zu werden. Aber wenn man vergleicht, was man sonst immer bekommt, ist es super gewesen. Es war etwas, wo man wirklich mal etwas im Magen hatte. Es war nicht nur von der Präsentation spannend gewesen, sondern man kann richtig heute Abend mal ein Bier trinken, ein Heineken. Und es geht nicht nur immer um klein und wenig, sondern es war auch mal deftig und gut gewesen.
Das war sehr gut. Es hatte ganz tolle kreative Ansätze, auch geschmacklich Kompliment an die Küche. Also, ich habe im Militär noch nie so gegessen, wie wir es hier gegessen haben. Es hat rundum gepasst. Was sagen Sie jetzt zu der Menüauswahl? Ja, lustig, funky, passt zum Anlass. Super gewesen. Das Menü ist in Zusammenarbeit mit der Schweizer Militärkoch-Nationalmannschaft und des bekannten Fernsehkochs René Schuddel entstanden. In der Szene ist der charismatische Koch und Gastgeber der Sendung Funky Kitchen Club kein Unbekannter. Vor 2 Jahren gewinnt sein Restaurant Benacus in der Kategorie Newcomer. Ich denke, ganz, ganz wichtig und elementar ist bei diesem Preis, dass du wirklich etwas daraus machst. Das ist generell. Also, es ist das Wichtigste, dass du wirklich mit diesem Preis arbeitest. Und wenn du mit diesem Preis arbeitest, dann merkst du, dass du plötzlich ganz, ganz viele kleine Türen auftun kannst. Und diese Türen hinten dran sind auch wirklich. Wirklich Wege, neue Wege, die gehen. Und jetzt hier auch, ich meine, es war eine riesige Chance für mich, hier dürfen, das zu machen. Ich konnte nie in meinem Leben können, hier so für 750 Leute kochen. Das ist nicht mein Stil. Das war ganz cool. Und der Best of Swiss Gastro ist einfach, glaube ich, ein Preis, der eigentlich wirklich Leute verbindet und wo neue Connections gibt. Und die Connections musst du nutzen. Und wenn du noch Connections musst, musst du arbeiten. Und dann kommst du weiter. René Schuddel gehört zu den bekanntesten Vertretern des Gütesiegels Best of Swiss Gastro. Eine erstrebenswerte Auszeichnung in der Gastronomiebranche, die Schule macht, auch wenn es nicht ganz bis auf den Podestplatz reicht. Also wir hatten Kunden, die es sehr gut gefallen haben und die haben gefunden, das wäre doch etwas, wenn ihr da mitmacht. Und darum haben wir uns auf das hin beworben. Ja, wenn ich nicht mal gewusst, welche Sport am gescheitsten für uns ist, weil wir ganz neu waren, knapp ein Jahr gibt es, jetzt sind wir halt beim Trend eigentlich gelandet. Dass ich ein bisschen publik werde, dass man auf mich aufmerksam wird. Weil ich eben auf dem Land bin, brauche ich natürlich mehr Werbung als jemand, der in der Stadt ist. Es hat mich Wunder genommen, ob wir überhaupt angenommen werden. Und dann haben wir das mal eingeschickt und dann hat es geheißen, wir seien nominiert. Was vor 6 Jahren aus einer simplen Idee entstand, gehört heute zu den bedeutendsten Anlässen in der Gastronomiebranche. Neu in diesem Jahr ist die Herausgabe eines 270 Seiten starken Gastronomieführers, der mit einer Auflage von 15.000 Exemplaren an Kiosken in der Schweiz verkauft wird. Ich bin selber sehr viel unterwegs in der ganzen Schweiz. Und ich sehe immer mehr die Gütesiegel an den Eingangstüren der Restaurants. Also klarer Fall, der Anlass hat sich etabliert. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder in Zürich. Danke, dass Sie da waren. Schönen Abend. Schönen Abend, schöne Party.